Bevor das Video so richtig startet, wollte ich euch nur mitteilen, dass der Tschüss Mixer Livestream am Dienstag, den 21.07.2020 auf Mixer zu sehen sein wird. Und noch dazu, dass das neue Giants DLC am Sonntag angekündigt wurde und ihr es euch jetzt schon auf der Website vorbestellen könnt. Feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet heiß, heiß, besserer Kopf, schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die mich in den Weg. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Aber irgendwas muss ich dir ankreuzen. Oh! Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Kampf. Was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Nicht mal. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Du musst mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury! Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge von Lego City Undercover. Zusammen mit Tanzbär 2000. Hallo, grüße! Das Kabel ist aus. Hey! Hey! Richtig krass, ne? Ja, so. So, dann gehen wir rein, komm. Hol dir mal auf deine Karre. Los geht's! Schon da. Rex Fury, so ein Trouble. Aber so ein Rettiger. Ein Rettiger. Den werden wir wieder ins Gefängnis stecken. Ja, aber das ist nicht der Maximum, aber ja. Ja.
ein paar leckere Donuts. Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Oh. Chase McCain? Eine lebende Legende? Ja, das bin ich. Stimmt es, dass du Rex Fury Ding festgemacht hast? Nope. Hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Haha, ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Auf die Tochter! Okay. Sind nicht gerade wenig Donuts. Wenig. Aber heute kommt noch Minecraft Dungeons. Beim Tanzberg. Und das kommt halt dann immer, wenn Lego City Undercover nicht bei mir kommt, kommt bei mir Minecraft Dungeons. Das sind zwei neue Spiele, die wir uns da gucken geholt haben. Hallo? Und Natalia? Ja, daraus Chase? Machen wir jetzt so ein Abend. Ja, ich bin's. Ding, weil da geht's dir gut? Man nicht so gut. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen? Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir her ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Ah, das bist ja du. Rex. Grüß dich, Kollege. Grüß dich. Frank. Ist das auch wirklich sicher, Frank? No. Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern? Ja, Computern. Computern. Zeit für den Keller. Ja, Computern. Die Treppen reinigen. Ich reinige die... Ja, Frau Bürgermeisterin, ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dundee, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury, obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Mhm. Komm, wir holen dir eine Uniform. An nach unten im Weg. Hey, war bei mir? Ich geb's ihm noch. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Ich bin noch mauer. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter.
Okay, wie habe ich das gerade gemacht? Immer die großen Binnen. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Los, fängt euch mehr an! Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt, aber Chief Dambi hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Ich will 110% Einsatz von euch sehen! Prozent, nicht Promille! Oh, wie gemein! Ich mache das schon seit Monaten. Hier lang! Euer Fleiß kein Preis! Genießt den Schmerz! Passendes Klischee hier einfügen! Gut, muss man hin. Darauf. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. Bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir noch mal her. Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Boom. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Was fängt an? Diesen Kisten nach. Ich baue. Ich. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Ich hole sie mir aber. Und boom. Wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Holly? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange, auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. So. Komm! Hey! Hier lang, Chase! Da bist du ja! Ab an den... Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank! Jemand muss den Chief wecken gehen.
Ich arbeite zu hart. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Ich helfe dir beim Suchen. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Ich muss ihn oben verloren haben. Anna, ruf ihn mal an. Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Bis zu meinem 40. wäre ich schon gern Captain. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Du willst den Chief wecken? Ich mach das jetzt ganz schnell, weil die Freunde darf ja nicht zu lang. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hey, du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Videospiele! Wuhu! Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Falls nicht schon alle weg sind. Na noch los! Zwei Besten in diesem Monat, Chief. Und ich gewinne einen Verweisen! Gut, bevor wir das aber zusammen bauen, verabschieden wir uns schon mal hier. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Nach der Anwendung vom Spiel das Gebäude aus. Dann bedanke ich mich. Danke fürs Zuschauen. Schaut heute noch bei Tanz bitte draußen für das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. Er hat einen tiefen Schlaf. Und dann noch morgen für die nächste Folge. Unfair. Ich habe ihn verhaftet. Und morgen sehen wir uns dann bei Minecraft Dungeons. Habt jetzt noch einen schönen Tag und tschüss. Niemand mag mich. Ich bin ein so netter Bock. Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme und Beine. Oha. Du schon wieder. Toll. Besprechungsraum. Eine Minute. Ruhe bitte! Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Fahrt den Rasenmäher rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum...
Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief.